Guten Morgen, wir sind jetzt angekommen in der Tiefgarage vom Video Day. Wir wurden gerade hier hingebracht mit so einem Shuttle. Das ist der Dina. Sehr nett. Hallo. Hallo, das sind ganz viele andere Menschen. Und wir gehen jetzt gleich hier hoch. Hallo. Hallo. Dann gucken wir, was heute noch so abgeht. Oh mein Gott, da wird auch laut geschrien. Jetzt habe ich Angst. Ja, und wir gehen jetzt zur Autogrammstunde. Also das waren so viele Menschen und ich habe nur eine einzige Stunde Zeit. Also wir haben nur eine Autogrammstunde. Das wird niemals reichen. So, wir sind jetzt im Autogrammzelt und hier sind einige Leute. Und wir geben gerade Autogramme, macht super Spaß. Und ich bin mal gespannt, wie viele auch Leute noch kommen. Hallo! Richtig viele Menschen. Sorry, ich höre es auch scheiße unabgesprochen. So, wir gehen jetzt auf die Rocketbühne. Ich bin super aufgeregt. Ich kann noch nicht hören. Seid ihr alle gut drauf?
Und ich habe nur Rückstoß und Nemesis ist der Gliederfüßler. Er hat Schärfe 5. 3, 2. Aber er hat kein Skill. 1. Oh, und diesmal. Wohin denn? Was weg hier, ne? Oder unter die Brücke da hinten, da es regnet? Ja, unter die Brücke. Simon, Levi ist nicht dabei, gell? Levi ist nicht dabei? Frank, unter die Brücke. Der Rocket-Bühne noch ungefähr eine halbe Stunde, ein bisschen länger hier auf dem Gramme draußen. Also wir sind draußen auf dem Gramme geben und Entschuldigung, da sind noch einige Leute. Hey, hallo! Simon! Hey! Da steht noch eine ganz schöne Schlange, aber wir gehen jetzt auf dem Gramme, bis wir nicht mehr können. Okay, bis später. Wir sind auch auf der Autogrammstunde und ich habe endlich was zu trinken bekommen. Ein Liter Malz. Yeah, mega nice. Ja. So, wir stehen jetzt 3,5 Stunden hier und es sind schon ein bisschen weniger, aber immer noch sehr, sehr viele Menschen. Es wird noch eine Zeit lang dauern, aber wir gucken einfach mal, wer alles noch so da ist. Ich stehe jetzt 5 Stunden hier. Die Gamescom schließt jetzt leider. Die sind alle wegen mir hier. Alle. Die Gamescom schließt jetzt leider. Das heißt, wir müssen jetzt raus, aber... Wir sind noch nicht fertig, deswegen machen wir draußen weiter. Und ja, wir ziehen jetzt nach draußen. Bis gleich. So, jetzt sind wir umgezogen. Wir stehen jetzt draußen vor der Gamescom. Und es ist irgendwie krass. Es werden irgendwie nicht weniger Leute. Denn... Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt, Leute? Was mache ich jetzt? So, wir sind jetzt am Ende angekommen. Wir haben es jetzt, Moment, wir haben jetzt 21.39 Uhr. Um 22 Uhr beginnt heute eine Stunde verspätet das PvP-Event, was ich noch aufnehmen muss. Und das heißt, ich muss jetzt gleich nach Hause. Aber wir haben es geschafft. Es sind kaum noch Leute da. Das sind die letzten Leute, die noch da sind. Wir haben jetzt von... kurz nach 14 Uhr irgendwann angefangen, bis jetzt. Wir fahren erst drin, dann wurden wir nach draußen verjagt, dann waren wir draußen 5,5 Stunden, hat die Gamescom geschlossen, da mussten wir jetzt komplett vor die Eingangstür und jetzt sind wir fertig und ich bin auch fertig, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja! Und ja, ich freue mich einfach, dass ich allen Leuten, die da waren, die jetzt noch nicht einfach, weil es zu spät war, fahren mussten, ein Autogramm geben konnte. Und ich möchte mich noch bedanken. Er hat mich noch sehr, sehr gut unterstützt. Genau. Die ganze Zeit Support hier geboten und die ganze Zeit war er dabei. Möchtest du ein bisschen deine Plattform vorstellen? Nö. Nee. Also, ihr könnt gerne auf meinen Kanal auch nachschauen. Der Rico Gamer. Jo. Und was ist mit letsplay.org? Ja, das ist meine Homepage. Präsentiere ich halt Let's Player, mache so kleine Tutorials, was ein Let's Player so benötigt. Technik, Software, Hardware, alles, was man benötigt. Sehr cool. Also wenn ihr Interesse habt, auf jeden Fall vorbeischauen. ich wollte noch was zeigen zum Abschluss, nämlich ich habe einige Sachen geschenkt bekommen. Ich werde in den nächsten Videos jetzt einfach immer mehr zeigen, weil ich kann jetzt nicht alles auf einmal zeigen. Einmal habe ich dieses... Warte mal, noch nicht. Oh, das ist Spoiler.
Einmal habe ich dieses seltsame Mäppchen bekommen. Was da drin ist, ist ein... weißes Blatt? Ein weißes Blatt. Nein, eine Zeichnung, die mega krass ist, von Katie und Mia. Und die hat, die wurde gezeichnet von diesem jungen Mann hier mit dieser Ungeschminkmaske. Genau. Und seine Begleitung hat eine Ungeschminkmaske. Mega, mega cool. Dann haben wir noch zum Beispiel so Kartons bekommen, die soll ich noch öffnen in Videos, aber das mache ich heute nicht mehr, weil es halt jetzt einfach schon zu spät ist. Aber das werde ich in den nächsten Videos auch auf jeden Fall machen. Falls ich es vergesse, dann schreibt mir in die Kommentare, Simon, du hast vergessen, das Paket zu öffnen, mach das jetzt. Und das werde ich dann auch öffnen. So, das war's für heute. Ich danke allen Leuten, die da waren und stundenlang gewartet haben, bis sie ein Autogramm oder ein Foto haben konnten. Das finde ich mich auch nicht selbstverständlich. Also ich stelle mich da nicht hin und denke so, ja, jetzt kommt ihr hier so, sondern ich finde das mega krass. Also ja, es tut mir auch irgendwo leid, dass die Leute so lange warten müssen, aber ich versuche halt irgendwo dann alle zufriedenzustellen. Jo, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr genießt die Nacht oder den Morgen oder was man euch immer das Video anguckt. Haut rein und ciao.